Gut. So, ach, hier wird schon angefangen. Na gut, die haben die Baumstämme noch nicht. Ach ja, schade, schade. Gut. Ja, und es kann aufgewertet werden. Gut. So. Freunde der leichten Unterhaltung. Ich würde sagen, ja, ja. Wir hatten eine schöne Zeit im Westen, or as time goes by, so long, little Joe. John war's. Wenn jemand fragt, John war's. Nein. Ganz kurz überlegt jetzt gerade, aber ja. Ich würde sagen, das jetzt hier, Freunde, ist die letzte Folge, die Braved. Natürlich könnte ich jetzt hier noch ewig dieses ganze Land besiedeln und noch eine Siedlung und noch eine Siedlung, aber es würde sich irgendwann doch alles intensiv wiederholen. Wir haben nun alles gebaut, was man bauen kann. Gut, es fehlt jetzt noch die große Kuppermine. Es fehlen zugegeben die Goldminen, weil die sind leider nicht möglich hier. Gut, ich könnte eine große Kuppermine könnte ich noch machen, aber da das jetzt hier kollidiert mit dieser Kohlemine, habe ich auch hier bewusst dann die kleine genommen. Ich habe zumindest jetzt hier eine große Eisenmine noch in Auftrag gegeben. Alter, geh mal zum Arzt. Wie läufst du denn hier rum, Junge? Ah, er geht schon. Ja, wir haben nahezu alles freigeschaltet, was man freischalten kann an der letzten. Ja, West Marbleton hat keine Metallteile mehr. Die habe ich aber auch, glaube ich, schon bestellt, oder? Ne, habe ich nicht. Ja, die. Ich habe die doch bestellt. Haben die schon wieder leer gerödelt oder was? Leute, was ist denn falsch bei euch? Ob die denn jetzt alle hingepackt? Ich da eben noch bestellt hatte. Verrückt. Ja. Ich arbeite jetzt gerade hier noch dran mit meinen Mehrfamilienhäusern, dass ich die 30 Kaufleute zusammenkriege. Hier haben wir schon mal 8. Hier drüben haben wir 4. Guck mal, die Häuser sind jetzt auch alle fertig. Ich habe hier jetzt in Auftrag gegeben. Noch 4 Stück. Das heißt, hier kommen wir insgesamt auf 24 mit den sind wir bei 28, 32, so, auch das haben wir, damit sind dann auch diese beiden hier unten freigeschaltet. Und unser Fort ist in Bau, so, was hast du denn für ein Problem? Du bist obdachlos. Nach all den Jahren immer noch obdachlos. Du bist eine arme Sau. Beschwer dich bei deinen Kollegen oder bei deiner Frau. Dieses Haus ist nur für dich. Aber leider gebaut wird es nicht. Es tut mir leid. Verreck halt eben. Was Sau. So, die Brücke wird gebaut. Oh, guck mal. Ich hätte jetzt mal Zeit für. Ja, ich werde jetzt immer mehr unzufriedene Leute bekommen. Dir fehlt Wasser. In Hill Valley fehlt dir Wasser. Und mittlerweile 138 Dreckseimer Wasser eingelagert. Hör doch mal auf zu schaffen, oder zu saufen, Mensch. Ich kann mich auch nicht um alles kümmern. Also ich bin wirklich bemüht, dass immer alles, was ihr braucht, da ist. Na, ich sehe zum Beispiel jetzt auch gerade das Fleisch hier ziemlich übelst mau wird.
Und dann bin ich doch sofort da und sage, okay, hey, es geht nicht. Die Leute dürfen nicht hungern. Und da kaufe ich Fleisch ein, ne? Von euren Steuergeldern. Sofort wiederverwendet für euch. Aber das Zeug aus dem Lager abholen, das müsst ihr dann schon selber. Ich bringe euch das nicht nach Hause. Wir sind hier nicht bei Burger King mit, ja, oder hier Lieferando oder so. Na, weißt du Bescheid. So. Oh, natürlich jetzt die Holzstämme. Seid so blöd. Wo ist denn hier schon wieder? Junge, hier spaziert ein Wolf durch unser Dorf und frisst meine Leute auf. Und du guckst nur. Wie ist denn da falsch bei denen? Ja, komm, das ist eine gute Zahl. Ist ziemlich egal. Da ist der Arzt. Ja, oder sonst wohin laufen erstmal. Wenn jetzt dieses Haus mal fertig bautet, hätte das enorme Neißigkeit. Bevor der hier jetzt irgendwann anfängt zu pöbeln, weil er immer noch obdachlos ist und es ihm langsam ziemlich auf Piss geht. Ganz im Ernst. Leute, das läuft so nicht. Doch, aber Brunnen habe ich in Auftrag gegeben. Fällt mir gerade ein, habe ich hier oben gemacht irgendwo, ne? Ja. Also hier sind sie echt lahmarschig. Hier kommen sie nicht in die Pötte. Hier passiert wenigstens so ein bisschen was. Hier bauen sie jetzt das nächste Haus auf. Dann gibt es hier auch mal wieder ein paar mehr Arbeiter. Dann geht das hier mal wieder ein bisschen schneller. Gut. Ob das diese ganzen Baustellen hier, ob die jetzt alle noch fertig werden vorm Ende... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man so ein bisschen, können wir die Folge überziehen. Ist ja jetzt auch die letzte. Bleibt dabei. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, ne? Das fort, habe ich gesagt, das. Und, sie haben die Reihenfolge verändert. Oh, war gerade kurz verwirrt. Hä? Ah, die haben sie auch alle schon. Es fehlt an den Baumstämmen. Die werden halt bei mir sehr viel direkt verarbeitet, deswegen. Sehr gut. Hier ist die Selbstständigkeit noch gegeben. Deswegen sind da zum Verbauen immer wenige da. So, ich habe hier doch. Die Metal Parts sind immer noch in Bestellung. Es kommen keine. Wart hier irgendwie auf den dämlichen Händler, der nicht kommt. Der Händler? Brot ist in Hill Valley Mangelware. In Hill Valley sind zwei Bäcker. Ja gut, die fangen jetzt an hier, die Mehrfamilienhäuser und die... Die ganzen einfachen Häuser, die fangen jetzt hier natürlich mächtig an, Brot zu fressen. Das ist ja klar. Fleisch ist in Henneburg, Mangelware. In Hill Valley, ja, da habe ich es aber gerade schon bestellt. Da ist es noch nicht da. In Henneburg ist mir auch recht. Komm. Also ich müsste jetzt wirklich ganz viel hier nochmal nachproduzieren. Hier meine Essensproduktion, die reicht bei weitem nicht mehr aus für alles. Ja, hey. Ja. Gut. Aber es funktioniert. So. Ja. Kommen wir mal durchaus zu so einem ganz kleinen Fazit im Gesamten. Am Anfang hat es mich ja sehr geärgert, als wir hier angefangen hatten und hier haben die dann erst mal hier in unserem kleinen Platzerl hier angefangen, die ganzen Häuser abzufackeln und zu randalieren und waren die ganze Zeit unzufrieden und maulig.
du darfst auf jeden Fall bleiben. Ja. Aber dann kam ja das Update und dann haben die das ja angepasst und dann gab es ja auch jetzt, anfangs waren ja nur zwei pro Haus. Oh, hier wohnt John Wars, John Wars, John Wars. Komm, John Wars, darf jetzt auch mal aufsteigen. Und ja, haben die ja geregelt, dann sind jetzt drei pro Haus und hier in dem großen sind sie. Och, die Susi. Die Susi gehört zu den Kaufleuten, das freut mich aber. Und meine Susi ist auch glücklich, die hat auch alles, was sie braucht. Ist das super, super Susi. Schön. Das ist zum Abschluss auch nochmal gut. Ja, aber das haben sie, also wie gesagt, das ist alles gut gebalanced. Das funktioniert jetzt richtig gut. Ich mach das ja jetzt hier auch zum... Was ist denn bei dir schon wieder falsch? Was ist Sterben hier? Soll die hier das Haus nicht fertig bauen? Du hast jetzt mal das Haus hier fertig, Junge. Dann würde ich eigentlich mal die Obdachlosigkeit aufhören. Ja. Also man kann das beim ersten Mal spielen jetzt ohne Probleme wirklich schaffen, sich hier groß aufzubauen, ohne viel Stress zu haben. Es ist ein Spiel, das sicherlich irgendwo eine gewisse Ausgewogenheit braucht. In der Produktion, also wir merken es ja jetzt immer wieder hier ganz viel, also hier haben wir haben hier Korn eingelagert ohne Ende zum Beispiel, und irgendwas anderes geht uns ständig aus. Also hier können wir zum Beispiel jetzt irgendeine kornabhängige Produktion ZB, eine Bäckerei, also eine Mühle-Bäckerei, können wir hier auch durchaus nochmal hinklatschen bei den Mengen an Korn, die wir ja über haben. Da spricht im Grunde überhaupt nichts dagegen. Zu sagen, okay. Wenn die jetzt sowieso auch Brot brauchen, wobei die jetzt hier Brot eigentlich genug haben, da kommt Scheiß da unten drauf, da gibt's ja. Gibt's ja halt eben. Eine Mühle und einen Bäcker. Na, da können wir hier. In dem Bereich auch noch mal ein bisschen was reißen. Wasser ist hier, glaube ich, eher miserabel in der Ecke. Ja, aber Gott, Wasser. Wasser ist hier in der Stadt, glaube ich, nicht das Problem. So, die Metallteile sind langsam endlich mal angekommen. Die können hier wieder... Jawohl. Die haben sie auch direkt schon auf die ganzen Häuser verteilt. Da fehlen sie noch. Da sind sie dran. Schön. Ja. Also es ist dann im Gesamten eigentlich nicht schwer zu verstehen und leicht zu spielen. Im Vergleich zu Banished, Banished spiele ich ja auch sehr gerne, da ist das System ja wirklich sehr, sehr wackelig. Die kleinsten Fehler und dir bricht dann die gesamte Wirtschaft zusammen. Das ist jetzt hier nicht ganz so schlimm, zumal man hier halt auch wirklich den angenehmen Vorteil hat, dass man alles, was irgendwie fehlt, dann halt eben nachkauft, solange hier... der Income in Ordnung ist, der finanzielle. Alles kein Ding, sehr easy. Finde ich auch sehr hübsch hier mit diesen Siedlungsneugründungen. Das haben sie auch sehr schön gemacht, dass man ja wirklich nicht eine Stadt baut und die breitet sich dann langsam aus, sondern dass man sagt, gut, komm hier, da hinten ist eine Ecke, da baue ich mich jetzt an und dass man jetzt... Das finde ich vom wirtschaftlichen Aspekt her, finde ich das sehr schön, dass man sagt, okay, wir haben hier die Hauptstadt und hier haben wir jetzt eine Siedlung, das ist hier unsere, ne, die, hier der Kohleabbau, gerade so das Nötigste aufgebaut und eigentlich nur darauf ausgelegt, die Kohle von hier in die Hauptstadt zu bringen, so wie wir jetzt hier oben die Siedlung gebaut haben, eigentlich nur wegen des Gold- und Kupferabbaus und hier oben halt eben Fischerdorf, was einfach nur zu dem Zweck hier steht. Eben hier den zu fischen. Oh, das Haus am See ist fertig. Wie schön. Na, so. Dass man so lauter kleine verschiedene Produktionsstädte hat und gibt natürlich gewisse Sachen. Das ist dann gerade jetzt hier zum Beginn der Siedlungsgründung dann immer ein bisschen anstrengend, wenn man hier unten schon so weit ist, dass man so viel freigeschaltet hat. Natürlich das Problem hat, also gewisse Sachen hier, der Doktor, der Stall, der Bestatter, Friedhof und so, dass das alles erstmal gebaut werden muss, weil sonst ständig irgendwas anderes ist, dass eben die Leute verrecken und Krankheiten entstehen und so, also der Staat ist da immer so ein bisschen happig. Das
Das Problem haben wir ja in Lido im Moment ein bisschen, weil die hier nicht in die Gänge kommen. Immerhin gibt es jetzt hier keine Obdachlosen mehr. Das ist ja schon mal viel, aber das wird sich hier alles noch lange hinziehen. Das interessiert mich aber jetzt eigentlich auch nicht mehr so sehr. So, hier fehlt jetzt auch nur noch einer. Ja. Das Aufstiegssystem ist auch sehr schön. Das ist ja, wie gesagt, sehr ähnlich wie bei Anno. Du fängst an mit kleinen Pionieren, deren Erwartungen wirklich gering sind. Hier ein bisschen Fleisch, bisschen Wasser und Feuerholz und Kleidung, ja. Und dann gibt es gewisse Sachen, wenn du die erstmal hast, dann schaltest du dir den Aufstieg frei. Ne, das war in dem Fall. Ich weiß nicht, was ausschlaggebend war, ob es der Alkohol war, weshalb es dann plötzlich ging, oder das Brot, oder ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, zack, zack, dann, genau, dann. Wie halt eben bei Anno das auch ist, dann wenn sie eine Stufe höher sind, Brot, Alkohol, genau das ist es, das verlangen sie dann, das wollen sie dann auch haben. Und wenn die dann noch weiter aufsteigen, das haben wir jetzt freigeschaltet durch Gold und oder Fisch, vielleicht brauchen wir auch beides, dann wollen sie halt auch das haben. Ne, je höher die Stufe des Einwohners, desto größer natürlich auch die Ansprüche. Das ist ja vollkommen normal. Gut, das ist aber auch okay. Das macht es ein bisschen individueller. Hier finde ich das auch ganz schön, dass man hier so ein großes Waldstück, dass man hier einfach sagt, und hier mache ich hier Nahrungsproduktion. Ja, auch das mit den Tradern ist ähnlich wie bei Anno. Das ist da ja auch so der Fall, dass man einfach verschiedene Städte hat, wo man dann Handelsrouten erstellen kann, die man nach Lust und Laune kreuz und quer leiten kann, wie man will. Also das ist alles, das ist sehr schön, das gefällt mir gut. Was ist mit dir, du Vollhorst? Er ist ja am Verdursten, weil er sich weigert, sich was zu trinken zu holen. Du bist ein Blödsack. Ich bin völlig unzufrieden. Nein, du bist völlig inkompetent. Du gehst hier jetzt mal Wasser holen. Du machst jetzt mal Schaffenspause, gehst hier mal Wasser holen. Depp. Manche Leute sind so blöd zum Scheißen. Ja. Genau. Die Musik finde ich mega stimmig, mega schön. Die macht richtig Laune. Die ist atmosphärisch und beschwingt. Und irgendwie die stimuliert einen permanent dazu, irgendwie irgendeinen völlig schwachsinnigen Kram mitzusingen. Einfach weil sie so schön schmissig ist. Ein Einwohner verrichtet seine Notdurft. Straße. Ja, ich sag ja, die haben hier ein Problem. Die kommen hier nicht in die Gänge. Aber hier ist auch, glaube ich, das Problem, dass ich einfach von vornherein vergessen habe, denen eine Toilette in Auftrag zu geben. Können wir jetzt das Prinzip noch machen, auch wenn es jetzt eh egal ist. Da 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 dam dam dam. Da gibt es auch noch eine, so, egal. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist halt klassisches Aufbaustrategie-Wirtschaftsdingens, wo man ein bisschen Zeit und Geduld und innere Ruhe mitbringen muss vielleicht, ja, damit man hier. Ja, man sieht ja, das dauert alles immer so ein bisschen. Aber sehr schön. Sehr schön, sehr atmosphärisch, macht sehr viel Spaß, ist auch. Trotz, ja, was heißt trotzdem? Ja, dann könnte man sagen, trotz der gewissen Wartezeiten, die man zwischendurch mal hat, wo einfach nichts passiert, finde ich sehr kurzweilig. Die Zeit geht irgendwie wahnsinnig rum. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich kurz davor bin, jetzt hier schon wieder die zweite Stunde voll zu machen. Als ich das erste Mal so oben rechts auf meine Anzeige geguckt hatte, da waren wir gerade in der fünften Folge für heute, irgendwie so knapp nach einer Stunde, und ich dachte, hä? Schon wieder eine Stunde rum? Echt? Doch eben erst angefangen. Ach, sehr schön. Es sind so kleine Details, dass mir jeden einzelnen Fuzzi, der hier in der Stadt rumläuft, wo bin ich denn hier gerade zu Hause? Ja, komm. Herzlich willkommen in Henneburg. Dass mir jedem Einzelnen auch so, so seinen Namen geben kann und so, seit die ganzen Leuten. Es ist, na, ja. Wo ist eigentlich John G.G. Tucker? Oh, ein Ehrenwohner in Hill Valley wird angegriffen und es ist wieder weit und breit niemand da mitten.
Mitten in der Stadt, weißt du? Mitten in der Stadt und keinen interessiert's. Man weiß jetzt nicht, wer sie angegriffen hat. Aber es hat sich wohl erledigt. Vielleicht haben die sich auch nur gegenseitig geprügelt oder so. Keine Ahnung. Übrigens sind die Mehrfamilienhäuser alle fertig und eigentlich müsste ja jetzt genau das hier auch freigeschaltet werden. Genau, das war das letzte, was noch gefehlt hat. Alles klar. So. Dem fehlen ja noch seine letzten Baumstämme. Weiß jetzt nicht, wo die hier bleiben. Wenn wir schnell sind. Zack, kaufen wir welche und dann haben wir sie da. So, Folge ein bisschen überlänger im Vergleich zu den anderen. Das ist auch nur fair, finde ich. Ach, schön. So, genau. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Süße Details. Die Gebäude, hübsch. Die ganze Atmosphäre des Spiels, einfach schön. Also, ich kann es nur empfehlen. Wer Freund solcher etwas ruhigeren Spiele ist. Debraved macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Und es ist dafür, dass es jetzt noch auch in einem sehr frühen Status ist, wirklich schön. Und im Zweifelsfall hat man ja oben immer noch den kleinen Bugmelder. Was auch sehr witzig ist. Ja. Ich denke, ich werde mich an dieser Stelle jetzt verabschieden. Ich habe ja gesagt, wenn das fortsteht, dann sind wir hier fertig. Dann haben wir alles gemacht, was geht. Wir haben alles freigeschaltet, was geht. Wir haben alles. Natürlich können wir die Karte noch zubauen, wie gesagt. Aber es würde sich jetzt alles wiederholen. Wir haben jetzt alles ausprobiert, was man nur probieren kann. Und wer Lust hat auf mehr, so teuer ist es nicht. Kauft es euch, gönnt es euch und unterstützt die Entwickler. Sie haben es verdient, sie haben was Schönes gemacht hier. So, genau. Ich würde sagen, ich bin jetzt raus. Ich lasse die jetzt hier noch ihre letzten Holzstämme bringen. Wie viel sind's? 8 Stück, die jetzt hier noch rein müssen. Die sind unterwegs, nehme ich an. Zumindest sind hier schon mal 2 unterwegs. Das ist der 3. Da kommt der 4. Da kommt der 5. Und die anderen sind sicher auch gleich unterwegs. Ja. Ich lasse dieses schöne Fort jetzt noch fertig bauen, dass wir das noch haben. Ich selbst verabschiede mich. Einfach dann hier schon mal so vielen Dank an diejenigen, die sich das hier angeguckt haben. Es war mir eine Freude. Ist jetzt der Baumeister weggerannt. Was eine Dumpfnudel. Ja. So. Genau. Wir sehen uns dann bei allen der anderen Projekte oder wo auch immer oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ab und zu freitags gibt es auch nochmal Banished. Wenn dann zwischen den ganzen Anno und Seven Days, was da jetzt alles kommt. Meine Güte. Völlig überfordert gerade. Rechner ist randvoll mit Scheißdreck. Egal. So, ich bin raus. Ich habe schon die Folge fast 10 Minuten überzogen. Aber so ist das. Die letzte Folge, da darf man sich auch mal gönnen. Es fällt mir so schwer, Tschüss zu sagen. Es ist ja. Es ist so schön. Es ist so. Es macht so Spaß hier. Oh, viel Flausche. Gut. Naja. Oh, 5 Vorstellungen. So. Egal. Gut. Schaut euch noch an, wie das Fort fertig gebaut wird. Vielleicht drehe ich es ein bisschen schneller, damit es nicht mehr so lange dauert. Ich bin raus. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Macht's gut. Bis wann anders. Bye, bye.